Moin und herzlich willkommen, mein Name ist Dimi Vesos und in diesem Video geht es um Macintosh. Wie gut ist eigentlich Macintosh? Na, klingelt's bei euch? Kennt ihr diesen Satz? Genau. Ich greife das Video von Snake Oil Audio auf und möchte heute über Macintosh diskutieren. Ein Video von ihm, was mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat. Falls ihr jetzt also dachtet, ich wollte Snake Oil bashen, falsch gedacht, zu früh gefreut, ist nämlich nicht der Fall. Und falls ihr jetzt denkt, ach, wieso nochmal schauen, langweilig, doppelt gemoppelt, nee, eher nach dem Motto, doppelt hält besser und aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Sicht eines Macintosh-Fans und Fachhändlers zugleich. Die Rede ist von Paul Otto von der Firma Impulstreu und mit ihm werde ich jetzt über Macintosh diskutieren. Er hat auch ganz schön viel zu erzählen. Viel Spaß dabei. Dass ich überhaupt mal ein Video über Macintosh mache, hätte ich nicht gedacht. Und schon gar nicht, wenn schon ein Video darüber existiert von Snake Oil Audio, ergibt es eigentlich aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Nur währenddessen, also während das Video von ihm veröffentlicht wurde, haben wir uns kennengelernt und haben auch gemeinsame Videos schon gedreht. Einmal mit dem Vinylbus, das Event, was du hier veranstaltet hast, mit Michael Lohrmann. Das Video haben wir zusammen gemacht, ist auch ziemlich cool geworden. Das über Impulstreu im Anschluss. Genau, dann haben wir über das Konzept von Impulstreu auch gesprochen. Wir haben ein gemeinsames Interview gedreht, was auch sehr, sehr interessant ist. Falls ihr diese Videos euch mal anschauen möchtet, verlinke ich diese an der Stelle. Auch in der Videobeschreibung und auch am Ende des Videos werdet ihr die Verlinkung auch sehen, sodass ihr da mal raufschauen könnt. Und anhand dieser Videos, also anhand dieser Aufnahmen und letztendlich, wie man auch hier schwer erkennen kann, bist du relativ Macintosh-lastig. Das kann für den einen oder anderen, der diese Aufnahmen sieht, ja, der könnte sagen, das ist Macintosh-lastig und könnte das auch als negativ sehen. Ich würde jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen und nicht sagen, dass du Macintosh-lastig bist, sondern du bist absoluter Macintosh-Fan und für mich so ziemlich der kompetenteste Macintosh-Fachhändler, den ich kenne. Und jetzt interessiert es mich eigentlich, wie ist deine Geschichte in Verbindung mit Macintosh? Wie hast du angefangen und warum hast du dich in deinem Fachhandel dafür entschieden? Ja, die Geschichte geht ja schon einige Jahre zurück. Ich meine, du kennst ja meine Herkunft. Ich komme ja ursprünglich oder immer noch bin ich ja sehr im Pro-Bereich aktiv, baue große Beschallungsanlagen schon seit vielen Jahren und bin halt sehr musikaffin und darüber kommt halt auch meine Leidenschaft zur Musik und Musik vor allem halt so erleben zu wollen, wie meine Vorstellung ist, wie es meiner Vorstellung entspricht. Und da habe ich halt mit Macintosh halt schon relativ früh einige Schnittmengen gefunden, die mich halt sowohl an der Art, wie Macintosh für sich als Marke Musik interpretiert und wie sie halt die Geräte daraus ableiten und in Verbindung mit der Historie, die die Marke einfach hat und wo es, glaube ich, wenig Marken gibt, die mit Fug und Recht und Stolz so lange immer in Bezug auch mit der Musik zurückblicken können, weil Macintosh ja immer extremst Künstler und Musik nah war. Das hat mich halt immer unheimlich abgeholt. Ne? Wir haben schon tausendmal erzählt, dass die Verstärker damals von Woodstock, von Macintosh waren und von diversen anderen Festivals, Montreux seinerzeit. Und dann wurde mit einem Hubschrauber mit $5.000 Bargeld noch ein Verstärker in Binghamton abgeholt oder zwei, weil die fehlten und der Hubschrauber konnte kaum starten und kaum landen, weil es so schwer war. Das sind ja so diese ganzen Seemannsgarn, nennt man es, glaube ich, so diese Stories von früher. Wobei man belächelt das immer so ein bisschen als ja, Historie und damals, aber das ist ja gerade so der Schmalz und das, was so eine Marke und unsere Produkte ausmacht. Und das haben die Amis einfach, bin ja vielleicht auch ein bisschen romantisch an der Stelle, aber halt bis heute bewahrt. Ne? Und heute steht Macintosh einfach nach wie vor als Marke da, die auf eine sehr lange, sehr konstruktive Historie, gut, gab es da auch mal bessere und schlechtere Zeiten, aber jetzt sind wir, glaube ich, die letzten Jahre auf einem extremst guten Weg unterwegs und Macintosh einfach halt eine Marke darstellt heute, die für mich das Thema Musik oder Musikwiedergabe an vielen Stellen halt sehr gut verkörpert. Und vor allem auch Live-Musik. Also ich habe das so im Kopf, wenn ich an Macintosh denke, habe ich immer Live-Musik in Verbindung oder bringe ich das damit immer in Verbindung. Und ich glaube, das kommt auch nicht von irgendwo daher. Macintosh ist Rock'n'Roll. Ja, ne, ja, das ist, mein Gott, wir polarisieren ja unheimlich. Hast uns ja auch kurz besucht von 4-5 Wochen in Dortmund auf der Finest Audio Show mit einem großen Mehrkanal-Setup.
ich meine, das ist natürlich, es gibt Leute, die applaudieren, weil sie es fantastisch finden und sagen, boah, endlich sehe ich sowas mal in live. Und andere drehen sich um und sagen, boah, die bescheuerten Amis mit ihren doofen Knöpfen und den blauen Lampen. Mein Gott, so ist es im Leben. Ne? Das ist der eine... Entweder so oder so, nichts dazwischen. Ne? Ja. Ja. Und da ist halt, wie gesagt, gerade dieses Polarisierende bei Macintosh, eben halt, dass sie auch die Optik haben, die sie haben, das blaue Licht, die grüne Schrift. Ich meine, gibt's ja auch eine Geschichte zu. Es gibt ja einen Grund, warum die Geräte so aussehen, wie sie aussehen. Aber andererseits bist du halt auch in deiner Macintosh-Welt unterwegs. Und das ist jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen schmalzig, aber wir haben viele Kunden, die wirklich das für sich inzwischen nutzen, um auch runterzukommen. Sobald die das kleine rote Knöpfchen unten rechts drücken, wissen die, jetzt geht's los. Und da ist halt gerade auch bei Macintosh schon ein gewisser psychologischer Faktor, Wohlfühlfaktor mit dabei, den die Geräte ausstrahlen, die Marke ausstrahlt, dass die Leute, die mit Macintosh glücklich und zufrieden sind, die haben da ihr musikalisches Zuhause gefunden. Und da haben wir bislang noch nicht über Klang oder Performance gesprochen. Da geht es wirklich bislang nur um die Marke, dass ich für mich was gefunden habe, was meine Auffassung von HiFi-Geräten, Optik und Tradition widerspiegelt. Und dabei ist ja Macintosh sehr lösungsorientiert. Und ich habe das jetzt so kennengelernt oder habe es von vielen so gehört, dass die im Heimkinobetrieb halt wirklich der Hammer sein sollen. Was kannst du mir darüber erzählen? Das ist halt für uns, die wir halt auch viel integrieren und im Residential-Bereich bei unseren Kunden unterwegs sind, ist das halt der Vorteil. Du kannst mit Macintosh eine immense Bandbreite an Anlagen realisieren. Wirklich vom super aufwendigen Stereo-Setup, also vom ganz einfachen Stereo-Setup bis zum super aufwendigen Stereo-Setup. Ob mit Transistor, mit Röhre, als Hybrid Drive, was Macintosh ja gerade aktuell und die letzten Jahre vorbereitend und jetzt gerade in diesen Monaten extremst nach vorne treibt, um halt einfach die jeweiligen Performance-Vorteile einer Röhre und eines Transistors, wo Macintosh ja halt von beiden Welten das Know-how besitzt, beides gut im Griff zu haben und auch modern im Griff zu haben, zu kombinieren. Und das halt dann weiterdenkend einerseits in die digitale Welt des Streamings und darüber hinaus halt in die moderne Welt des Mehrkanals weiter zu transportieren. Es kommt wieder, ich habe es ja bei den anderen Videos, die so gelaufen sind, immer schon auch für mich als Vorteil herausgestellt. Kino ist das eine. Es gibt ja so die verschiedenen Sparten. Es gibt die Stereo-Leute, die nur Stereo wollen. Dann klar, die ganze Vinylabteilung. Alles gut, alles schön. Aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel es lieben, sich zu Hause ein Konzert anzuschauen. Eben, warum auch immer, weil der Künstler nicht mehr lebt, um es mal ganz, ganz plump zu sagen. Oder eben, weil Konzerte abgesagt worden sind. Weil man einfach nicht die Möglichkeit hat, ein Live-Erlebnis im eigentlichen Sinne für sich zu ermöglichen. Was mache ich dann? Dann hole ich mir die Musik nach Hause und brauche dann natürlich ein Setup, das in der Lage ist, dass wir reden natürlich immer auch über ein hohes technisches und noch kostenmäßiges Niveau, aber das halt möglichst perfekt und gut, so wie ich es mir vorstelle, halt zu Hause erleben zu können. Und da ist Heimkino ist immer so ein bisschen 90er. Es ist wirklich mehr dieses Home Theater oder wie man es ausdrücken sollte, das perfekte deutsche Wort habe ich an der Stelle für mich noch gar nicht gefunden, aber das war auch das, was wir damals vor ein paar Wochen in Dortmund zeigen wollten, dass es halt wieder Spaß machen kann, mehrkanalig Musik zu hören. Das war ja immer ein sehr schwieriges Thema, wurde in den 90ern, Anfang 2000er ja schon viel gemacht und versucht. Und ich habe viele Kunden hier, die sagen, ja, ich war absoluter Stereo-Enthusiast, dann habe ich auf 5.1, 7.1, was auch immer umgebaut, bin aber inzwischen wieder auf zwei Lautsprecher zurückgegangen, weil das alles nie so performt hat, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann frage ich mich an der Stelle, was hat denn da nicht performt? Ich habe es selber oft erlebt, dass du dir Konzerte anguckst und letztendlich das Konzerterlebnis überhaupt nicht rüberkommt oder du gar nicht den Einstieg findest, weil du ständig mit drei Fernbedienungen dran bist, lauter, leiser, mehr Bass, weniger Bass, ist jetzt gut, ist jetzt nicht gut. Da sind wir halt inzwischen, da hat sich auch viel in der digitalen Welt mit den Tonformaten natürlich getan. Und sind halt in der Welt von Macintosh inzwischen in der Lage, da einfach Erlebnisse zu produzieren, wo halt gestandene Stereohörer sagen, boah, mega, so stelle ich mir ein Live-Konzert vor. Einfach um da halt auch so dem Musikfan gerecht zu werden. Ich meine, es gibt halt so die großen Künstler der 70er, 80er, 90er Jahre, das ist alles 30, 40, 50 Jahre her. Und wir werden uns Musikfans aus der Zeit oder so die nachfolgenden Generationen wie wir beide, wir sind ja darauf angewiesen, uns diese Erlebnisse irgendwie zu erhalten. Und da bietet halt gerade
die moderne Mehrkanaltechnik, nimm Dolby Atmos und die ganzen HD-Tonformate, die jetzt in den letzten Jahren so dazugekommen sind, bieten halt einfach Möglichkeiten, die wir vor 10, 15 Jahren so noch nicht gehabt haben. Und da sind halt die Amis, sind da ja schon immer, gerade auch was dieser Residential- oder Custom-Installation-Bereich angeht, sind die Amis ja schon immer sehr weit gewesen. Und Macintosh hat halt diese Schiene immer mit bedient, ist seit Jahren im Mehrkanalbereich oder im Prinzip von Anfang an im Mehrkanalbereich mit vertreten und weiß halt, sich auf dem Markt entsprechend zu bedienen, um selber Geräte zu bauen, die halt der Macintosh-Welt gerecht werden und in der Lage sind, so zu reproduzieren, wie man es von einem Mac erwartet. Ich habe noch mal eine persönliche Frage. Also wir haben ja aus dem Gespräch jetzt erkannt, Macintosh ist sehr vielseitig, Mehrkanal, Stereo. Letztendlich habe ich auch diesen kleinen All-in-One-Speaker da hinten noch gesehen. Finde ich auch sehr spannend, also für Leute, die ein bisschen das Ganze ja, smarter, kleiner gestalten möchten und streamen möchten, ist was da. Dann mega klasse Gerät, hier der Plattenspieler, finde ich total Hammer. Ein All-in-One, also Plattenspieler, Verstärker, Bluetooth-Empfänger, Röhrenvorstufe, also die bunte Tüte. Ja, also die sind extrem vielseitig, haben alles dabei. Was ist denn, und jetzt komme ich zu meiner persönlichen Frage, was ist so dein Lieblingsbereich? Was machst du am liebsten? Mehrkanal, Stereo? Oder ist es dann doch die Kombination? Was ist so dein Ding? Ja, es ist, es wechselt tatsächlich. Ich meine, wir machen das jetzt hier in der Art und Weise mit Macintosh seit ja, Anfang 21, also demnächst seit 2 Jahren. Das ist ja auch noch gar nicht so lange und das darf ich jetzt, glaube ich, gar nicht so sagen, weil das eher unsympathisch rüberkommt. Ich habe oft bei Kunden oder halt auch bei Freunden und Kollegen so natürlich den Vorteil hier mit dem Studio, dass man hier unheimlich viel ausprobieren kann, was du halt, wir haben die Geräte hier, man hat hier seine Ruhe, man hat hier Platz und es ist halt so der, bisschen so der gelebte Hi-Fi-Traum, ne? Das hier turnen keine Haustiere rum, keine Kinder, keine Mitbewohner, wie auch immer, die denen zu laut ist oder zu leise oder Kabel im Weg rumliegen. Und deswegen, das war ja auch seinerzeit die Idee, diesen Studioraum möglichst flexibel hier zu halten, um eben experimentieren zu können oder halt auch kundenspezifische Setups vorzubereiten, dass der Kunde, wir reden ja auch hier ja immer über viel Geld und hohe Summen, wenn man halt in einem größeren Bereich bei Mac einsteigt. Und da ist es ja nur gut, wenn der Kunde vorher mal weitestgehend die Anlage zu hören bekommt, recht individuell, die er halt hinterher auch später kaufen möchte. Und deswegen entwickelt sich das bei mir immer so ein bisschen mit den Anforderungen. Ich bin jetzt nach Dortmund, also gerade diese Messe, die ich jetzt schon dreimal erwähnt habe, aber da war ich halt auch recht nervös im Vorfeld, so wie bauen wir es und funktioniert das alles? Und es war immer so die Frage, ja, was kostet denn das Set? Aber ich habe es bis heute nicht ausgerechnet. Ich weiß nur, dass wenn man einen Strich drunter macht, muss es funktionieren, weil sonst macht man sich lächerlich. Und das war halt so das Ergebnis, was halt ganz oben drüber stand, was auch sehr gut funktioniert hat dann, toi, 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 im Nachhinein. Also die ganzen Überlegungen haben sich gelohnt. Aber da war ich halt wochenlang total kinofixiert und habe hier rumprobiert und geschoben und gemacht und mit Freunden, Bekannten halt rumexperimentiert, wieder gehört, verbessert. Jetzt gab es zuletzt eine Phase, wo ich sehr stereolastig war. Vielleicht, weil ich auch halt, der Content, das ist ja, du hörst ja, wenn ich weiß nicht, wie du es handhabst, aber wenn du für dich Anlagen hörst, man hört ja halt letztendlich immer die gleichen 20 Lieder. Oder lass es 50 sein oder wie viele. Zumindest wenn ich was Neues teste, dann höre ich immer so bestimmte Lieder, ja. Und da war ich halt gerade, was so diesen Film-Konzert-Content anging, dann nach 2 Tagen Messe auch irgendwann etwas übersättigt, wo ich dann für mich gesagt habe, jetzt konzentrierst du dich mal wieder ein Stück weit auf Stereo hören. Bin dann zum Beispiel halt auf ein klassisches Stereo-Set abgegangen, weil wir halt auch kurz vor der Messe die neue große Stereo-Vorstufe von Macintosh hier hinbekommen haben mit dem neuen großen CD-Spieler und war dann, insofern ich dann auch 2, 3 Vorführungen recht zügig hatte, gerade in Bezug auf den CD-Spieler, wo halt, klar, wenn ich viel Geld für einen CD-Spieler heute ausgebe, kommen natürlich halt logischerweise CD-affine Kunden. Und das war für mich wieder so ein Moment, der mich auch total abgeholt hat, weil ich dann meine ganzen CDs zu Hause wieder zusammengekramt habe, mit hier hingeholt habe, um halt für mich wieder CD und Stereo zu erleben. Und deswegen kann ich das so konkret gar nicht sagen. Es ist so ein bisschen projektbezogen und
produktbezogen, wenn was Neues kommt, wenn jetzt ein neuer Heimkino-Prozessor kommt, dann ist man natürlich wieder scharf auf den neuen Prozessor und macht und tut. Ja, aber also. Ich gebe dir recht, es ist eine glückliche Situation letztendlich, wenn man das ja eigentlich auf jeden Fall für die Kunden gemacht hat. Und das ist ja der Vorteil für die Kunden, dass sie hier so viel austesten können. Aber der glückliche Moment dann für dich, wenn du auch dir mal die Zeit gönnen kannst und hier entspannt einen Kinoabend machen kannst oder auch Stereo hören kannst. Und ich habe es ja bei dir auch ein bisschen erleben dürfen. Und ich muss sagen, das, was mir am meisten gefällt, ist, wenn du ein Kino anschaltest, aber ein Live-Konzert. Also ein Live-Konzert in Mehrkanal. Das hat mich am meisten beeindruckt. Das ist schon sehr erstaunlich. Und das ist ja der Ehrgeiz, der hier bei uns brennt, eben das halt hinzubekommen. Weil einen guten, sag mal, Film-Kino-Sound heutzutage zu regenerieren, da gibt es ja schon wirklich auch gute, darf ich gar nicht sagen, aber gute Soundbar-Lösungen in Verbindung mit dem Subwoofer, die halt in vielen Einbausituationen und immer so vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach echt eine gute Performance liefern. Ja. Und da muss man halt schon, wie gesagt, wir müssen ja auch immer ein Stück weit uns vor Augen halten, dass wir hier halt immer über sehr teure und sehr hochwertige Geräte sprechen, die halt dann halt auch in einer Leistungsrelation stehen müssen, weil ich baue ja nicht für 20, 25, 30.000 Euro ein Mehrkanal-Setup auf, damit es hinterher nicht wirklich richtig gut ist. So ein bisschen gut reicht da nicht. Und das, deswegen ist da halt dieser Ehrgeiz verankert, wo wir halt auch hier gucken, dem wirklich gerecht zu werden. Und wir haben auch schon Setups gebaut, die nicht funktioniert haben oder wo du dann sitzt, so, das ist es noch nicht, da muss man halt weiter gucken. Und das ist die Herausforderung. Wo du gerade ein bisschen die Preise ansprichst, darf ich so direkt fragen, wie würdest du sagen, ist das für dich overpriced oder ist das gerechtfertigt? Weil, also das, man kriegt es ja immer mit, ne? Gut, wir sind in der High-End-Schiene gerade unterwegs und die meisten aus der Community, die ich kenne, würden jetzt sagen, es ist ziemlich overpriced. Wie siehst du das? Es ist natürlich generell eine blöde Situation, das jetzt gerade zu bewerten, weil halt sowohl der Dollar als auch die Transportkosten Corona-bedingt natürlich da mit Sicherheit noch Wasser auf die Mühlen der Kritiker spült, weil halt Macintosh auch leider halt Preissteigerungen erfahren hat in letzter Zeit, die natürlich nicht unbedingt hätten sein müssen, auch aus Verkäufersicht. Man muss, also ich sehe es immer so, ja, wir sind in einem sehr hochpreisigen Segment unterwegs, wir sind aber halt auch wirklich im hochqualitativen Segment unterwegs. Und ich muss ehrlich sagen, da mag der eine oder andere auch wieder die Nase rümpfen und da muss man jetzt nicht drüber diskutieren, ob die Knöpfchen bei Macintosh nicht noch ein bisschen schöner und ein bisschen toller hätten sein können. Ich habe von Macintosh hier noch kein Gerät in der Hand gehabt, ob es ein Vorverstärker war oder ein Streamer, der Multifunktionsplattenspieler, hört sich Multifunktionsplattenspieler, aber der Streaming-Lautsprecher. Die Produkte sind in sich alle gut. Die machen sich wirklich Gedanken, die Amis, die bauen die gut. Klar sind da mit Sicherheit auch qualitativ hier und da schon mal so kleine Ansätze und Schwankungen. Man möge es mir verzeihen, es sind halt auch Amerikaner. Ich meine, setz dich in einen Porsche und setz dich in einen Mustang. Gut, das ist preislich nochmal ein gewisser Unterschied. Aber das ist ja keine Wertung darüber, ob es nicht beides in ihrer Welt gute Produkte sind. Und das deswegen, ja, Macintosh ist teuer. Macintosh wird aber größtenteils nach wie vor halt in Binghamton wirklich von echten Menschen gebaut. Das muss man einfach mal so sehen. Der Aufwand, das ist die Tradition, ich sag mal, der Aufwand dahinter, die Geräte nach Deutschland zu bekommen, zu positionieren, zu präsentieren, das muss halt alles irgendwo ein Stück weit wiedergespiegelt werden. Von daher, was halt, klar diskutiere ich da auch mit Kunden oft drüber, du hast halt durchaus eine Werthaltigkeit bei den Produkten, weil wenn du dir die Mac-Fans kennen, die schon lange dabei sind, die kennen die Produkthistorie, ne, ob es eine C50, 51, 52, 53 bei den Vorstufen ist, die halt so alle paar Jahre abgelöst wird. Und das ermöglicht halt auch, gerade um vielleicht da mal so einen Einstieg auch zu finden, bietet halt auch Jüngeren oder ich sag mal Leuten, die jetzt nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen können, wie auch immer, die Möglichkeit halt mit Mac einzusteigen, weil Mac ein sehr gutes Preisniveau hält. Aber trotzdem, sag mal, ein 10 Jahre alter Macintosh-Vorverstärker ist ja heute nicht schlechter, als er vor 10 Jahren war. Und du kriegst aber, wenn du den vor 10 Jahren gekauft hast und du möchtest jetzt ein neueres Modell haben, kriegst du immer noch verhältnismäßig viel Geld, salopp gesagt, zurück. Ob wir es in Zahlung nehmen oder du es halt auf den üblichen Plattformen verkaufst. Aber die Geräte sind,
wertstabil, auch ein Stück weit halt der auf die Tradition zurückzuführen, dass Macintosh halt die Geräte systematisch weiterentwickelt und man sagen kann, klar, die C52 ist der Vorgänger von der C53. Also es ist, wie, das ist ein Riesenvorteil, ja, hast du vollkommen recht. Wie was ich beim 5er BMW im Autobereich oder so. Ich weiß, ich habe zwar das ältere Modell, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es das schlechtere Modell ist. Es hat vielleicht nicht die letzten Features, ob man die immer alle braucht oder nicht, aber es ist da stimmt die Relation dann wieder. Ja. Und ja, also so ein Stereo-Gerät, was soll da jetzt viel, viel besser werden? Klar, es ist immer eine Weiterentwicklung. Ich würde sogar manchmal sagen, es ist etwas anders. Also rein klanglich gesehen jetzt. Aber gut, die Geräte werden immer smarter, ne? Also je weiter wir in die Zukunft gehen, haben die dann irgendwelche Features, die damals einfach nicht möglich waren. Und insofern. Ja, wobei da halt, ich meine, da ist ja auch so eine gewisse Rückbesinnung, die gehen wir auch zum Beispiel beim Automobilbereich, aber halt auch bei diesen ganzen hochtechnischen Geschichten wie im HiFi. Was brauchst du letztendlich? Muss das immer alles noch besser, noch toller? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen back to the roots an vielen Stellen, dass man von den ganzen vielen tollen Funktionen, die man hat, ja doch letztendlich immer nur das Gleiche verwendet und nutzt. Das ist natürlich bei der ganzen Mehrkanalschiene ein bisschen anders zu bewerten. Ja. Ich bin mal gespannt. Macintosh hat ja noch einen Multidisc-Player, also einen Blu-ray-Player, der jetzt leider abgekündigt worden ist und es steht noch nicht fest, ob es einen Nachfolger geben wird. Das ist zum Beispiel so ein Thema, was mich persönlich schon beschäftigt, weil ich halt als Kind der 90er Jahre halt mit CDs und Blu-rays groß geworden bin. Und das zum Beispiel was ist, was ich sehr schätze, wenn ich jetzt gerade im Konzertbereich eine Blu-ray habe und die anmache, weil da habe ich halt auch schon viele, viele Schweißperlen auch bei Vorführungen geschwitzt, wenn halt gerade ein Apple TV oder was Vergleichbares, um halt in dieser modernen, schönen, digitalen Streaming-Welt unterwegs zu sein, ist es ja toll, wenn du jeden Film sofort abgreifen kannst, aber es muss halt auch funktionieren und wir brauchen die Qualität an der Stelle. Und das sind halt dann so die Punkte, wo ich es mir lieber ein bisschen oldschool wünsche, funktionierend, aber dafür dann in gut. Deswegen, so ob es immer so der allerletzte Schrei und das allerletzte digitale Tonformat sein muss. Ich meine, schau dir die ganze Vinyl-Renaissance an. Ich meine, wir brauchen, ist ja die nächste Diskussion, die man aufmachen könnte, sind die Dire Straits gestreamt jetzt besser als von Platte? Ne? Ich meine, da können wir noch wahrscheinlich sieben Folgen mit Experten drüber füllen, aber das muss jeder, glaube ich, ein Stück weit für sich entscheiden. Und ich persönlich sagte, ich bin lieber alles eine Nummer einfacher und dafür funktionierend als zu viel Technik, die hinterher keiner mehr beherrscht. Paul, wer ist für dich der typische Macintosh-Kunde? Ist das der absolute High-Ender, der Audiophile, der das Gras wachsen hört? Oder wer ist für dich der Macintosh-Kunde? Ja, das also über die Zeit, die ich das jetzt hier schon mache, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also wir haben hier so eine Bandbreite an spannenden, anspruchsvollen, also durch die Bank anspruchsvollen, aber auch lockeren, offenen, witzigen Kunden schon gehabt und bedienen können. Das geht also wirklich vom alteingesessenen Vinyl-Fan, der noch eine alte Tannoy, eine Westminster bei sich seit, weiß ich, 25 Jahren hier tatsächlich in Mühlheim an der Stelle stehen hat, wo sie keiner vermutet, wo ich schon seit Jahren jeden Tag vorbeifahre und denke, ach guck mal, hätte man nicht gedacht, die wirklich gezielt Verstärker suchen, irgendwo auf Macintosh mal aufmerksam geworden sind und neugierig hier ankommen, so, ich wollte es mal ausprobieren. Wir haben natürlich auch Kunden, die mit Macintosh überhaupt noch keine Berührungspunkte hatten bislang, die halt aufgrund irgendwelcher Werbung oder Empfehlungen bei uns landen und dann halt einfach aufgrund der relativ reduzierten Produktauswahl Richtung Macintosh hören müssen, um es mal etwas frech auszudrücken, die aber dann ab einem gewissen Punkt alle, und wir haben auch schon Shootouts hier gemacht mit anderen Herstellern in verschiedensten Variationen, die Macs gewinnen, gerade im Verstärkerbereich. Um mal wirklich, der Verstärker ist eigentlich, Macintosh ist ja eine Verstärker-Company. Und die bauen auch super CD-Spieler und Heimkinoprozessor und alles gut, aber grundsätzlich ist Macintosh ja erstmal ein Verstärker. Und ich habe da an ganz vielen Stellen am Anfang ein bisschen Schiss gehabt. Dann habe ich so, wenn da wirklich jetzt die super Anspruchsvollen kommen, kriegst du die befriedigt mit den Geräten? Und die Antwort ist ganz klar ja, weil
es ist nichts für denjenigen, der die Triangel im Takt 777 in der 12 letzten Reihe noch hören muss oder das Gras wachsen hört, weil worauf konzentrieren wir uns? Konzentrieren wir uns auf die Triangel oder auf die Musik? Und das ist halt durch die Bank, was ich sagen kann, bei den Leuten, die wir hier schon glücklich bekommen haben, auch gerade jetzt die Aussage mit dem Fokus auf den Verstärkerbereich, das sind die Leute, die Musik anmachen, die Augen zumachen und nach 3 Sekunden, 30 Sekunden einfach irgendwann weg sind. Und die Leute holen wir damit ab. Und da sind halt gerade, es ist ja dieser, mein Lieblingswort, der typische Macintosh-Sound. Ist ja immer so, ja, der typische Macintosh-Sound. Habe ich auch mal versucht, ein bisschen zu eruieren. Für mich gibt es den nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann so den typischen Sound, den ich mit Macintosh verbinde, kann ich für mich ganz gut erklären und greifen und fassen. Aber die haben in den 90er Jahren anders geklungen. In den 90er Jahren hat aber alles anders geklungen. Ob es jetzt ein Accuphase oder eine JBL oder was auch immer, das hat in den 90ern alles anders geklungen als heute. Und deswegen ist mein Ziel, ich habe hier so meinen Werkzeugkoffer, den ich den Leuten anbieten kann, um ein für mich gutes Musikergebnis so zu präsentieren, in der Hoffnung, damit Leute begeistern und abholen zu können. Und das funktioniert mit Macintosh, insbesondere Verstärkern, ja, extremst gut. Weil die Gesamtperformance einfach stimmt. Die Geräte haben Leistung. Das ist so ein Thema, um nochmal auf den Pro-Bereich zu kommen. Es ist immer eine Diskussion, ja, brauche ich denn 300 Watt? Nee, brauche ich nicht. Aber es ist besser, wenn ich 300 Watt habe und nicht brauche, als andersrum. Und deswegen ist halt, es ist oft ein bisschen Überzeugungsarbeit vonnöten. Nächstes Macintosh-Thema Autoformer. Ja, wenn das denn so toll ist, warum machen es denn die anderen nicht? Kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir einen Autoformer erklären. Ich verstehe die Vorteile daran. Ich verstehe auch an einigen Stellen mit Sicherheit, dass der Elektrotechniker da den einen oder anderen Nachteil und Aufwand sieht, der mit Sicherheit für einen sauberen Signal und Stromfluss auch hinderlich sein kann. Aber das Ergebnis gibt wieder recht, dass wir halt damit auch kritische Lautsprecher, die mit vielen Verstärkern einfach nicht klarkommen, hervorragend performant gespielt bekommen. Ne, und deswegen, es ist immer ein bisschen Überzeugungsarbeit mit dabei. Es gibt die alteingesessenen Fans, aber ich habe auch schon ein paar Kunden hier gehabt, die gesagt haben, Macintosh-Verstärker ist zum Ankommen. Ich habe so viel ausprobiert und ich habe so viel gehört, seitdem ich den, das hört sich so ein bisschen wie aus der Apothekenumschau an jetzt, ne, aber seitdem ich den Mac da stehen habe, kümmere ich mich um das Thema Verstärker nicht mehr, sondern freue mich, dass ich so einen schönen Verstärker da stehen habe. Also im Prinzip für die Leute, die Musik hören wollen und nicht die Anlage hören wollen. Ja, wenn ich jetzt, nein, das ist ja, ich sage mal, weniger diskutieren, mehr Musik hören, weil da sind wir beim Streaming-Thema, beim Vinyl-Thema, beim CD-Thema, welchen Streamer nehme ich, welches Kabel nehme ich, das kann man ja alles diskutieren und alles ausprobieren, aber ab einem gewissen Punkt sollte man wieder doch glauben, also geht es mir zumindest, sich da hinsetzen und sagen, boah, geile Platte. Und das kriegen wir halt mit den Setups, die wir hier bauen und den Kunden auch anbieten, ganz oft hin. Und dann, wenn du sagst, so der klassische Kunde, wir haben halt auch viele Kunden hier, die eigentlich jahrelang überhaupt keinen Zugang zu dem Hobby oder zu der Musik, zu der Passion hatten. So viel so diese typischen 60er Jahrgänge, die natürlich früher in Sommerferien arbeiten gegangen sind, um sich den ersten Marantz oder das erste Mofa oder was auch immer zu kaufen. Dann über Beruf, Familie, Karriere von dem Hobby erstmal wieder Abstand nehmen mussten. Ich meine, das haben wir ja auch alle so Phasen, wo man einfach keine Zeit und keine Muße hat. Und die halt jetzt vielleicht auch ein Stück weit so über die Art, wie wir es machen, so die Begeisterung wiederfinden. Und wenn man dann natürlich noch mit einem Produkt wie Macintosh aufwarten kann, was natürlich auch eine gute Story einfach, ich meine, das ist ja alles Storytelling, ist ja Marketing viel mit dabei, eine gute Story dazu hat, dass ich einfach mich da wiederfinde. Ich meine, ist ja bei Uhren, bei Autos überall das Gleiche, holen wir halt auch viele Leute wieder zurück, dass sie sagen, boah, ich setze mich tatsächlich wieder hin. Deswegen machen wir auch diese Vinylbus-Events hier. Das ist ja, letztendlich wollen wir ja auch unseren Kunden da was bieten. Da haben wir Kunden, die, wenn ich denen vor 3 Jahren gesagt hätte, du kommst demnächst zu mir Schallplatten kaufen, die hätten mir einen Vogel gezeigt. Und heute stehen sie mit meistens sogar mit Standardgeschichten, ob jetzt Michael Jackson, Madonna, Dire Straits, AC/DC, mit Platten vor mir sagen, boah, cool, die hatte ich früher mal, ja. Nehmen die mit nach Hause und hören die sich wieder an. Und das ist ja genau der Punkt, wo wir auch, sag mal, auf Vertriebsseite, auf Händlerseite wieder hinkommen müssen. Letztendlich macht es ja keinen Sinn, einen über Jahrzehnte gesättigten Markt von Experten und Testberichtlesern zu bedienen, sondern es ist wichtig, Leute zu finden, die denen die Musik was bedeutet und die denen wieder näher zu bringen. Und die gibt es. Ja, und ich gebe dir da vollkommen recht. Wir
wollen ja wieder Musik hören und zwar meistens das, was wir auch in der Jugend gerne gehört haben. Klar, wir haben es vorhin gerade besprochen, wenn wir neue Anlagen testen, hören wir gerne unsere 20, 30 Lieder mal wieder, um die Anlage vielleicht zu beurteilen. Aber ganz ehrlich, ich höre auch gerne, wenn ich mich jetzt, wenn ich ankommen will und wenn ich zur Ruhe kommen will, dann höre ich meine alten Alben durch. Mhm. Und klar, mein Horizont, oder wir erweitern alle unseren Musikhorizont durch eine neue Anlage, aber irgendwann greifen wir wieder zu unserer Musik, die wir gerne hören und die wir gut kennen. Ja. Du kommst ja aus der Veranstaltungsbranche. Siehst du da eine Verbindung zwischen Hi-Fi und Pro? Ja, definitiv. Ja, ne? Weil viele Musikfans ja auch es lieben, halt sich ihre Künstler live anzugucken. Oder ich meine, selbst wenn du, wenn irgendein Kneipenmusikfest, nenne ich es jetzt mal so salopp, irgendeine Live-Band oder Combo irgendwo um die Ecke in der kleinen Kneipe spielt und da eine gute Stimmung ist, ist das vom Gesamterlebnis ja immer was, wo ich gerne dran zurückdenke und wo die Musik ja einen ganz elementaren Punkt hat. Und wenn dann, da sitzt dann ein super Gitarrenspieler, der Eric Clapton spielt, ob ich jetzt Eric Clapton mir zu Hause anhören würde oder nicht, aber wenn das an dem Abend gut gemacht ist, dann bleibt das mir in Erinnerung und das Erlebnis nehme ich ja mit und das schwingt ja nach. Und meine Erfahrung ist halt, dass der Live-Sound für mich persönlich einfach oft der beste ist. Nimm klassische Musik, ich meine, das ist ja die Königsdisziplin, ob jetzt Orgelkonzerte oder große Symphonien, wenn man die mal in den entsprechenden Häusern live gehört hat, tun sich ja schon auch die tollsten Anlagen und die teuersten Lautsprecher oft schwer, dieses Erlebnis zu reproduzieren. Und das ist halt auch ein Stück weit der Antrieb und der Ehrgeiz. Wir im Probereich müssen Lautsprecher bauen und installieren, damit einfach viele Leute einen Künstler, ein Erlebnis gleichzeitig erleben können. Und wir im Hi-Fi-Bereich haben einen, auf dem man sich, oder fünf Leute oder wie viel vor der Anlage sitzen, die es dann zu beschallen und zu überzeugen gibt. Und natürlich sind da sind Unterschiede, da sind aber auch viele, viele Parallelen. Und da war halt auch lange mein Problem, dass ich wirklich über Jahre, an vielen Stellen auch bis heute, zum Beispiel im Lautsprecherbereich mit vielen Hi-Fi-Lautsprechern einfach für mich persönlich nicht gut zurechtkomme. Weil wenn du halt viel im Veranstaltungsbereich unterwegs gewesen bist, du hast immer zu viel Bass, ne? Du hörst immer mit Hörnern, mit ob im Hoch-, im Mitteltonbereich, im Bassbereich teilweise. Ich meine, ein Basshorn ist mit Sicherheit an vielen Stellen jetzt nicht die ideale Lösung, um einen Tiefton sauber zu reproduzieren, aber es macht Druck. Und wenn du den Druck ein Stück weit gewohnt bist und sagst, eine Bassdrum muss halt für mich drücken, dann nimmst du das ja auch mit nach Hause und willst dann zu Hause auch einen Sound haben, der dir vielleicht nicht gerade jegliches Verhältnis zu den Nachbarn zerstört, aber trotzdem das für dich so reproduziert, wie du es haben willst. Und da ist es halt auch wieder, wenn wir wieder bei unserer Produktphilosophie sind, ist das schon dahingehend sehr von meinem Hörempfinden geprägt, dass ich einfach halt gerne mit ein bisschen mehr Schmackes höre. Jetzt nicht unbedingt bezogen auf die Lautstärke, aber halt einfach auf den Sound an sich. Das darf schon ein bisschen schneller und kerniger sein. Und ein emotional berühren zu Hause. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt irgendwie die absolute High-End-Lösung irgendwo gekauft hat. Ich beziehe mich gerade auf zwei Situationen, die ich mitbekommen habe vor kurzem. Ich erwähne auch nicht die Hersteller, will hier niemanden bashen, aber ich habe von zwei Personen mitbekommen, die im sehr hohen fünfstelligen Bereich eine High-End-Anlage gekauft haben, beim Händler für gut befunden haben und dann gekauft haben, wo ich, mein Herz ist stehen geblieben, als ich das gehört habe, weil auch die dann nicht zufrieden waren zu Hause. Und das tut so weh, das zu hören, weil wenn man so viel investiert, dann muss man zu Hause sitzen und das Gefühl haben, man ist live dabei. Anders darf es nicht sein. Und, ist, ja, weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Es muss man immer ein bisschen gefährlich zu beurteilen, weil es gibt ja auch, man muss ja für sich wissen, was man will. Und deswegen versuchen wir halt hier Setups zu spielen, grundsätzlich, es gibt ja keine Öffnungszeiten, ich versuche wirklich im Vorfeld mal ungefähr rauszufinden, wenn ein Kunde kommt, wo will der überhaupt hin? Habe ich auch schon ein paar Mal völlig falsch gelegen, weil ich gesagt habe, so, Sie kriegen jetzt noch einen Kaffee und ich 10 Minuten Zeit, wir bauen um. Wir nehmen nicht den Lautsprecher, wir müssen ganz was anderes hier gerade mal für Sie ausprobieren. Was man halt so über die Jahre auch so erfährt und lernt, ich meine, ist ja bei uns im Veranstaltungsbereich, hast du ja auch 10 verschiedene Lautsprechertypen, das hat ja einen Grund, warum es die gibt. Ne? Die einen für draußen, die anderen für drinnen, die anderen für oben, die anderen für unten.
Es ist halt, was ein ganz schwieriges Thema ist, ist das Akustikthema. Da haben wir uns ja auch schon oft drüber unterhalten. Deswegen, ich versuche gerade, wenn du sagst, im fünfstelligen oder hohen fünfstelligen Bereich, ist dann schon irgendwo der Aufwand gerechtfertigt, Anlagen auch beim Kunden zu spielen. Probeaufbau, ne? Probeaufbau ja, zu ja, da machen. Da wollte ich auch drauf hinaus. Und den Kunden die Chance zu geben. Ich meine, hier ist alles toll und schön und wer ein bisschen was für Hi-Fi und Musik über hat, wer hier keinen Spaß hat, der braucht keine Anlage. Ne? Und das muss halt ein Stück weit zu dem Kunden und zu dem Hörer nach Hause transportiert werden. Und da ist, glaube ich, dann halt wirklich der Händler gefragt. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch viele Leute, die nutzen das aus, haben wir auch schon erlebt. Darf man auch nicht jetzt halt so pauschalieren oder muss man ein bisschen vorsichtig mit Schubladen sein. Es muss auch für den Händler fair sein, weil es ist ja, du kennst das auch, viel Schlepperei und du brauchst ein Auto, wo alles reinpasst und dann ist es alles so. Aber lackiert. Dennoch, in dem Bereich muss man das anbieten. Ja. Also da kann man nicht, also sowohl aus Kundenseite muss man, finde ich, oder dürfte man nicht so naiv sein und das kaufen, was man woanders gehört hat. Aber auch händlerseitig muss man das anbieten und sagen, komm, wir machen jetzt noch einen Probeaufbau, Vorauswahl ist getroffen, aber jetzt nochmal zur Sicherheit. Und dann wird dir Macintosh zum Verhängnis, wenn so ein blöder Vollverstärker 48 Kilo wiegt. Da hat der Aufwand muss betrieben werden. Nein, aber das gehört ja, dazu. Ja. Nein, aber dann relativiert sich halt auch mit Sicherheit mit ein bisschen Naserümpfen jetzt wieder, aber da relativiert sich halt irgendwo auch der Preis der Komponenten wieder ein Stück weit, weil das ist einfach ein Aufwand, wenn wir zu einem Kunden fahren, wir von Impulstreu oder wir beide auf Händler, wie auch immer, aus Händlersicht, wie auch immer, es ist schnell ein Tag weg, du packst alles ein, du packst alles aus und der Aufwand muss halt irgendwo dem Produkt gerecht werden, aber da muss der Kunde auch dem Händler, sage ich ganz ehrlich, ein Stück weit gerecht werden, um dann halt am Ende wirklich solche Fauxpas nicht zu erleben. Ich meine, da muss der Händler dann, auch wenn es so gar nicht funktioniert, sagen, passen Sie auf, da ist irgendwas schiefgelaufen, wir heilen es oder wir müssen schauen, wie wir aus der Geschichte jetzt rauskommen, weil das ist, ich habe das ein kleines Nebenthema Kabel. Da hat es also einige fleißige, wenige Vertriebler hier gegeben, die immer naserümpfend meine ersten Verkabelungsgeschichten hier beäugt haben und ich meine ganz ehrlich, in unserer anderen Welt, wenn da 10 Meter Kabel nicht reichen, dann nehmen wir 20 Meter Kabel und wenn die nicht reichen, haben wir dann das 30 Meter langes. Das ist jetzt so aus high-fidelen Gesichtspunkten vielleicht nicht immer ganz optimal, funktioniert aber unterm Strich oft auch erschreckend gut und so war ein Stück weit meine Grundeinstellung, habe mich da an vielen Stellen echt eines Besseren belehren lassen wollen, sagen wir ruhig mal, weil ich da gesagt habe, zeigt es mir und wenn es gut ist, gehen wir den Weg weiter. Gerade in der Stromversorgung sitzt Potenzial ohne Ende, hätte ich so wirklich nicht gedacht, aber haben wir halt über die Jahre uns auch viel Know-how und Ansätze erarbeitet. Weiter mit Signalkabeln, Lautsprecherkabeln, Netzwerkkabeln, ne? Ja, sind ja nur Einsen und Nullen, ja mag sein, dass es nur Einsen und Nullen sind, aber wenn ich mit unterschiedlichen Kabeln oder teilweise unterschiedlichen Switches eine Verbesserung für mich erzielen kann. Unabhängig davon, dass man es technisch nicht erklären kann, muss es ja irgendwo da sein. Und da sind wir auch in Kombination auf die eine Frage, welche Kunden kommen zu uns und wie kann man solchen Fehlkäufen vorbeugen. Auch dieses Ausprobierthema bei uns wieder ganz oben, weil wenn jemand sich für 2000 Euro ein Kaltgerätekabel kauft, dann kriegt er das vorher mit nach Hause. Wir haben einen ganz lieben Kunden, der hat einen Griffon bei sich als Vollverstärker laufen und der hat verschiedene Kabel einfach ausprobiert, weil wir haben die hier gehört. Er hat hier auch mit dem MA12000, mit dem großen Macintosh-Vollverstärker, haben wir die Unterschiede rausspielen können und dann hat er die Kabel eingepackt bekommen und gesagt, hier nehmen Sie die mit und in einer Woche bringen Sie die bitte wieder. Und das hat funktioniert. Er konnte das wirklich tatsächlich bei sich zu Hause auch reproduzieren. Es ist gar nicht das ganz Große damals geworden, sondern das Mittlere, weil er halt für sich festgestellt hat, dass der Sprung von einem einfachen zu dem mittelpreisigen Kabel, das damals im Shootout war, halt den Vorteil gebracht hat, den er sich versprochen hat und der nächste Step für ihn nicht mehr so reproduzierbar war. Und dann sind wir zum Beispiel an dem Punkt, ja, die Leute müssen das, also es gibt Kunden, die können das nicht, die haben da keine Lust drauf, Kabel rumzustecken und zu machen und zu tun. Aber es gibt halt Kunden, die da wirklich aktiv mit uns mitarbeiten und wo dann auch wirklich ein reger Austausch stattfindet oder wo man zusammen hinfährt und sagt, komm, wir verkabeln das und lassen es da und probieren es aus. Das muss so sein, weil ich meine, ein bisschen Voodoo ist ja bei der Kabelthematik immer so ein Stück weit mit dabei. Es geht um viel Geld
Und da muss es sich für die Leute wirklich ergebnismäßig auch, dass eben dieser Moment, boah toll, jetzt habe ich zwar viel Geld ausgegeben, das habe ich aber sofort vergessen, weil das ist viel besser, als es vorher war. Und das ist der Moment, den ich erreichen möchte. Ich überlasse es auch immer den Leuten, weil letztendlich muss man auch darauf Lust haben. Ne? Man muss auch Lust haben, solche Sachen zu testen. Wenn man das von vornherein schon für schwachsinnig hält oder zu aufwendig hält, Kabel zu testen, ich kann die Leute dann auch nachvollziehen, dann sage ich auch, hey, dann nimm ein für dich Vernünftiges und das wird schon einigermaßen okay sein. Mach dich da jetzt auch nicht verrückt. Ja. Ne? Also, aber wenn man wirklich ein Faible dafür hat, ich habe es, ich mag das, sowas zu testen, deswegen mache ich das auch gerne. Nimm aber keinem anderen das übel, wenn das für einen nicht passt. Aber ich muss halt für mich sagen, ich habe es lange nicht geglaubt, aber naja, gut. Ich bin da völlig bei dir. Ich habe auch jahrelang das mit einem Lächeln betrachtet, aber ich wurde auch einige Male eines Besseren belehrt. Ich würde noch mal gerne das Thema ein bisschen wechseln. Und zwar in Bezug auf ein Video, was ich dieses Jahr drehen durfte, von Strauss Elektroakustik. Da war ich in der Schweiz, in Bern. Und da ich halt dich dann auch schon kannte und dein Konzept kenne, habe ich irgendwann auch an dich gedacht. Habe ich angerufen, wir haben uns über alles Mögliche unterhalten und ich meinte, du musst eigentlich mal diese Strauss Elektroakustik Lautsprecher hören, weil ich glaube, das passt zu dir. Und heute bin ich ja bei dir und sehe, dass du die tatsächlich hier hast. Hast dich dafür entschieden? Da habe ich mich jetzt für entschieden. Wir haben da also richtig in dein Programm mit aufgenommen. Cool. Es war sehr cool. Viel Überlegerei im Vorfeld. Ist natürlich auch immer ein Vertriebsthema, wer dann hinter dem Produkt steht und wie man so miteinander klarkommt und was es überhaupt für ein Produkt ist. Ich möchte halt für mich Produkte haben, die mich halt auch persönlich entwicklungsmäßig weiterbringen und wo ich Spaß dran habe und die einen Mehrwert haben, den ich für mich sehe, den ich aber halt auch gut anderen Leuten empfehlen möchte oder sagen möchte, komm, ich habe hier was, das ist was Besonderes. Und ich bin schon sehr lange hinterher, halt in den Hornbereich gehen zu wollen. Wir haben ja schon einige Kunden, die wir mit JBL ausgestattet haben, auch mit großen Systemen Richtung Everest und so, wo also wirklich viel Power und viel Druck hinter ist. Das Problem ist, dass halt, dass die großen Systeme oft nicht auf gutem Niveau nach unten skalierbar sind. Es gibt ja Hersteller, die mit Hörnern im Hochton und auch Kompressionstreibern arbeiten. Da sind auch mit Sicherheit einige gute Ansätze bei. Da ist aber wenig dabei, was diesem wirklich hochkarätigen Anspruch gerecht wird oder genügt. Da ist der Markt sehr, sehr überschaubar. Und dann bist du mit deinem Tipp gekommen. Und dann sind wir jetzt weg von dem vorhin schon gesagten typischen Hi-Fi-Lautsprecher mit einer 25mm Kalotte und einem weich aufgehangenen Tieftöner. Und sind jetzt irgendwo bei einem 1 Zoll Kompressionstreiber mit einer harten Sicke und einem 25 cm Tieftöner in einem zu großen Gehäuse mit einer Bassreflexöffnung, was in vielen Wohnraumsituationen wahrscheinlich eher als befremdlich wahrgenommen werden würde, aber akustisch sich einfach wieder bewahrheitet, dass es Systeme und Setups in klassischer Bauart gibt, die einfach extremst ihre Daseinsberechtigung haben. Ja, und dann, ich weiß noch, wie das war, da haben wir telefoniert, hast du jetzt das Video gesehen? Ja, ich habe dreimal angefangen und dann kam dreimal was dazwischen, dann war das schon, ich weiß nicht, 4 oder 5 Tage online. Und das ist ja ein langes Video gewesen, das war ja fast eine Stunde lang über eine Stunde. Und dann habe ich mich wirklich gesagt, zu Hause, ich werde das Video jetzt gucken, weil ich habe es dem Dimi jetzt versprochen, dass ich es durchgucke, habe ich dann auch tatsächlich dann gemacht und war extremst fasziniert und extremst geflasht, wirklich von Herrn Strauss, so dem Daniel Düsentrieb, Wissenschaftler, Akustiktypen, der halt zu 100% erklären kann, authentisch, was er da macht, warum er es macht. Und einfach, ja, es gibt ja so Menschen, die einen da sehr schnell abholen und begeistern und wo man sich halt selber auch so ein bisschen an einigen Stellen wiederfindet, weil man halt auch sagt so, Mensch, das waren ja auch mal so die Ansätze, die man selber schon mal gedacht hat, man denkt so, boah, cool, dann hat man ja nicht so falsch gelegen, wenn dann so absolute Koryphäen da, dass das ein Stück weit bestätigen. Ja, und dann hast du einen Kontakt halt zum Vadim hergestellt, der ja für Deutschland quasi der Mr. Strauss ist. Und ja, so nahm es dann seinen Lauf. Ne? Die standen dann relativ schnell hier, so nach dem Motto, probier es einfach mal aus. Und es ist absolut kein, ja, allerwelts ist das falsche Wort, aber es ist ein sehr anspruchsvolles Produkt. Man muss sehr genau wissen, was man damit machen will und was man sich davon verspricht.
für jemanden, der sich da aber in der Klangwelt, dieser sind ja Mastering-Monitore. Und es ist ja jetzt, schon, ja. Kommt nach Kabeln und sonstigen Themen, die wir hatten, die nächste Diskussion, kann man mit Studiomonitoren gut Musik hören. Ne, das kann man jetzt ich glaube, es gibt eine sehr gute Zielgruppe dafür. Da bin ich der Meinung. Ich freue mich auch, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Ich rede ja die ganze Zeit, du darfst auch mal was also, sagen. Danke schön. Also es ist letztendlich so, ich freue mich mega, dass du dich dafür entschieden hast, weil ich finde die auch richtig toll, die Lautsprecher. Sowohl die Person, Herr Strauß, hat mich fasziniert, aber auch der Klang dieser Lautsprecher. Und mir ist aber auch bewusst, dass es nicht jedermanns Sache sein wird, so wie bei allem letztendlich. Aber es gibt hundertprozentig, bin ich felsenfest von überzeugt, es gibt eine Zielgruppe im Hi-Fi- und High-End-Markt, der auch auf diesen Sound steht, so wie ich und du. Es ist halt, ich muss da so ein bisschen schmunzeln, dieser Begriff High-End, das ist ja, damit kann man mich immer so ein bisschen mit aus der Reserve locken. Es ist, muss ich wirklich sagen, der ehrlichste Lautsprecher, den ich bislang in meinem Leben so in der Konstellation, ich meine, es ist auch eine gute Kette jetzt da dran, wie wir hier Probe hören, da sind auch gute Kabel dran und guter Strom dran, aber es ist ein extrem sauberes, differenziertes, schnelles, präzises Klangbild, wo du anfängst, dir Aufnahmen, wo du denkst, die kennst du in- und auswendig, wo du auf einmal Sachen hörst und Effekte hörst, auch so im Phasenspielereibereich, was dir ja gerade im Synthesizer-Bereich und in den Tonstudios ja oft hier Richtung Roger Waters und so, die haben ja unheimlich viel mitgespielt. Du hörst auf einmal Sachen und nimmst auf einmal akustische Details wahr, wo du denkst, Moment mal, jetzt spule ich nochmal zurück oder ich höre nochmal von vorne. Und ich meine, ein bisschen Werbung darf man ja jetzt machen. Es gibt ja doch auch die Strauß-Produkte sind ja doch in letzter Zeit auch halt auch oft bei YouTube und in diversen Kanälen, gerade auch im Studiobereich, schon vorgestellt und zu sehen gewesen. Und es hat einen Grund, die Monitore stehen bei Sony in Japan in den SACD-Mastering-Studios. Ja? Nicht umsonst. Das kann man jetzt jeder für sich bewerten, was man mit dieser Aussage anfängt, aber da sitzen mit Sicherheit durchaus Leute, die sehr, sehr, sehr genau beurteilen können, warum dieses Produkt da steht. Ja. Und dieser Grundcharakter eines Studio-Monitors ist man auch wieder, wenn man das wieder ein bisschen in diese, was wir vorhin mit Macintosh hatten, wenn man es mal emotionale Schiene zieht, es ist das Werkzeug des Toningenieurs. Und ich selber zu Hause höre mit etwas älteren Klein- und Hummelstudio-Monitoren, weil es einfach für mich ein Hören und ein Lautsprecher bislang war, mit dem ich mich extrem gut identifizieren konnte und der halt die Musik, so wie ich sie höre, da ist eine große Mitteltonkalotte drin, das ist ja dann wieder so ein ganz anderes akustisches Thema, wie, weiß ich, ATC ja auch seit vielen Jahren verbaut, da wiederfinden konnte, weil ich es halt zum Beispiel auch cool fand, weil das jahrelang der Referenzmonitor von den ganzen Ü-Wagen von ARD, WDR und den ganzen Öffentlich-Rechtlichen war. Und ich für mich einfach mich da ein Stück weit wiederdenke, so das ist ein Profi-Tool. Ne? Das ist, nimm eine Bohrmaschine mit einer Hilti, wenn am Ende das Loch in der Wand ist, ist egal, wie das Loch reingekommen ist, aber mit einer Hilti macht es einfach viel mehr Spaß und man fühlt sich viel besser als mit irgendeinem Baumarkt-Ding. Und das ist halt, da ist halt dieser Brückenschlag, um mal wieder jetzt seriös zu werden, der Brückenschlag in den Probereich schon, glaube ich, wie du das schon sagtest, für viele Musikhörende sehr interessant, weil es hat ja einen Grund, warum diese Lautsprecher in Studios stehen. Es gibt auch einen Grund, warum es eine Lautsprecherkategorie Studio-Monitor gibt und warum es da mit Sicherheit auch, brauchen wir jetzt auch nicht zu diskutieren, ist ja auch, haben andere ja schon ausreichend gemacht. Warum da Unterschiede sind, warum es anders kategorisiert ist. Aber wie du gerade gesagt hast, es gibt Leute, für die ist das genau das Richtige. Ich bin ja in den Musikerkreisen ganz, ganz gut vernetzt und ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen ein paar Leute hier gezielt eingeladen und auch mal hören lassen. Also das Feedback ist sehr interessant, das da kommt, weil wirklich von vielen so die Aussage kam, boah, sowas habe ich hier noch nicht gehört, sowas habe ich aber generell in der Art so noch nicht gehört. Das ist spannend. Ich bin auch gespannt, was bei mir die Leute sagen werden, wenn ich das denn mal da habe. Das Problem ist also, den einzigen Nachteil, den ich für mich hier sehe, jetzt ist, dass Ärger. Du die letzten Pärchen aufgekauft hast und das wären meine Review-Pärchen. Weil ich habe ja die Zusage von Herrn Strauß bekommen, dass ich sie zum Review kriege, aber die letzten Pärchen hast du mir vor der Nase weggeschnappt. Insofern, ja. Undank ist. Dauert jetzt ein bisschen. Ich mache mein Review irgendwann, aber es verspätet sich. Ja, aber wir haben ja gerade schon mal
gerade schon mal drüber gesprochen. Es sind ja zwei Modelle tatsächlich hier, auch aus dem Studiomonitorbereich von der Nominatur her. Die MF4 für Midfield und die NF3 für Nahfeld. Das kleine Schätzchen, was ich wirklich sagen muss, wenn man es in live sieht, viel, viel cooler und witziger aussieht und rüberkommt, als es mir am Anfang, als ich es irgendwie nur auf dem Monitor gesehen habe. Dass wir ja darüber gesprochen haben, dass die ja jetzt erstmal den Weg nach Hamburg suchen, damit du dann auch... Danke. Ja, das nicht, hilft mir. Nicht mit leeren Händen da stehst, nachdem du ja der eigentliche Weichensteller bei der ganzen Geschichte ja warst bislang. Danke, das hilft mir wirklich sehr, weil dann muss ich nicht so lange warten. Ja. Ich nehme die heute mit und freue mich richtig darauf. Und auch da, wir haben ja gerade schon mal ein bisschen reingehört. Wie gesagt, Nahfeld ist bei Studiomonitoren, hat man ein immer extremes Aufstellungsthema. Es ist also nicht so der allerwelts Universal-Standlautsprecher, der in vielen Situationen grundsätzlich gut spielt. Also es ist ja extremst positionierungskritisch, ja. Aber wenn man den Sweet Spot dann für sich einmal gefunden hat, auch da, wir haben ja schon gerade mit großen Augen und noch größeren Ohren da gesessen und uns gewundert, was aus den kleinen Beasts dann auf einmal für eine Musik rauskommt. Ne? Total. Eine letzte Bitte habe ich noch an dich. Können wir noch einmal Musik hören? Ja, klar. Und zwar so die Verbindung Strauss MF4 mit Macintosh. Machst du das? Das machen wir, klar. Schlägt aus. Pegel schlägt aus. Und da auch. Geht wieder an. Die Kamera ist aus. Deswegen kommt der WDR mal mit 3 LKW-Ladungen Zeug, wenn die sowas machen. Warte mal, ich hab's gleich. Ja, okay. Dass ich überhaupt mal ein Video über Macintosh mache, hätte ich selbst nicht gedacht. Dass ich überhaupt mal ein Video über Macintosh mache, hätte ich absolut nicht gedacht. Aber zumal, noch einmal, letzter Versuch. Dass ich Ihr sollt auf meine Kamera gucken. Ihr guckt wieder die ganze Zeit. Okay. Das war schon gut, was ihr da gesagt habt. Akzentfrei gesprochen, der lacht sich gleich kaputt und denkt sich, boah, die Scheiße von den Amis. Wie hoch war der Scheck? Die Kamera ist ja aus, hoffentlich jetzt gerade. Ich habe keine Lust mehr, ich gehe. Das stand so nicht in meinem Vertrag. Weißt du, was ich hier langsam kapiere, was ich bei den ganzen Geschichten vorher gar nicht so verinnerlicht hatte? Ich hab mich jetzt mal total von den Gedanken gelöst, dass das hier so eine reine Werbeveranstaltung ist. So hier, Leute, kaufen, Umsatz, Umsatz, Umsatz. Das ist Märchenstunde. Sondern dass das hier Märchenstunde ist, ne? Viel besser. Ja. Alle laufen? Kameras, an die Objektive. Und wie gesagt, immer gleich irgendwie. Och, was esse ich denn heute Abend? Wenn Strauß ankommt, dann gehe ich nochmal in die Kamera gleich. Gibt es ganz Gyros? Ja, du kannst ein getoastetes Schwein. Jetzt fertig. Ja, eigentlich wollte ich, dass du hier sitzt, fällt mir gerade ein. Ne? Ja, Dimi, jetzt ist vorbei. Also, wir können uns jetzt nicht mehr drehen. Ne? Paul, wer ist für dich der typische Macintosh-Kunde? Ist das der absolute audiophile High-Ender, der das Gras wachsen hört? Oder wer ist für dich einfach der Macintosh-Kunde? Ja, das ist die High-Ender. Das ist ja die Zielgruppe, die ich bis heute noch nie gefunden habe. Ich stelle mir da immer so einen Bus vor mit Leuten, die vorfahren und Anlagen bewerten. Nein. Jetzt habe ich echt die High-Ender kommen. Karo-Hemd. Achso, entschuldige. Takt 77 war die Triangel nicht zu hören. Das ist ein Outtake am Ende, oder? Auf jeden Fall ist das ein Outtake.